Willkommen beim gewerteten Hearthstone-Spielen im Februar 2016. Wie wir letzten Monat schon mal das Deck angetestet haben, werden wir diesen Monat das wesentlich weiter ausreizen und mal gucken, wie weit wir damit dann nun kommen. Da wir letzten Monat Rang 15 erreicht haben, starten wir nun auf Rang 21 in die Saison Februar 2016. Unser Anfangsdeck sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Wir werden also alles drei rausschmeißen und hoffen, dass wir was Vernünftiges ziehen. Ja, gut. Können wir zwar in der ersten Runde alles noch nicht so unbedingt gebrauchen, aber. Ja. Müssen wir gucken. Aber wenigstens ab der zweiten Runde kann es dann losgehen. Der Gegner hingegen kann direkt starten. Sogar mit dem nervigen Frostmonster. Wir spielen den Trödler. Und nehmen. Ja, eigentlich alles nicht so interessant. Höchstens der Worgen. Den kann er wenigstens mit seiner Heldenfähigkeit nicht direkt töten. Ja, die vier Schaden mit Karten abschmeißen ist immer so eine Sache. Kann genau die falschen Karten sein. Ja. Mal gucken, wie der Gegner jetzt drauf reagiert. Arkane Geschosse. Trifft natürlich sofort zweimal unseren Diener. Und wir können gerade da nichts gegen tun. Wir werden jetzt das Ei rausholen und vermutlich den Borgen. Ja. Weil wahrscheinlich hat er erstmal keine Arkangeschosse, hoffentlich auf der Hand. Und selbst wenn, kann er damit höchstens unser Ei auslösen. Ja, und den Borgen halt töten. Aber mal gucken, ob er so ein Risiko überhaupt eingehen möchte. Okay, er spielt den Bären. Und frostet uns. Werden wir jetzt vermutlich Argus rausholen? Oder den Hund? Ja, Argus wäre auf jeden Fall eine Option. So können wir nämlich den Spotter töten. Und unser Ei den Schneefresser runterschlagen lassen, beziehungsweise dann auch auslösen lassen. Oder ja, da kommt die Stille. Und er tötet das Ei. Und Argus. Ärgerlich. So, da haben wir den Spotter gezogen. Ja, könnt ihr also gemeinsam mit der Eule oder mit der Heldenfähigkeit töten. Können jetzt Wichtelboss vielleicht spielen oder den Hund. Mal sehen, was er tut. So, dann killt er uns den Hund natürlich weg. Mal gucken, ob er jetzt den Schneefresser auch opfert. Gesucht, tot oder lebendig. Zauberkünstler, wir haben das Höllenfeuer gekriegt. Könnte für ihn ziemlich ärgerlich irgendwann werden. Er wirft sein Schneefresser auf, das ist natürlich ungünstig. Aber wir werden dann vermutlich gleich das Höllenfeuer rausholen. Oder natürlich die überwältigende Macht nutzen. Ja, die Überlegung ist, wie wir die dann. Ja. Aber wenigstens auf zwei runter. Jetzt können wir den Schneefresser killen. Und mit dem Wichtel vielleicht sogar gleich den Zauberkünstler. Jetzt holen wir erstmal noch den Spotter raus. Ja, vielleicht opfert er auch den Zauberkünstler gegen den Lehrmantler. Tut er. Holt aber direkt den nächsten Spotter raus. Der auch noch Schaden macht. Wenn er stirbt. Ja, wäre vielleicht. Bietet sich fast schon die überwältigende Macht wirklich an. Ja, was Besseres fällt uns gerade nicht ein. Stimmt zwar alles, aber dann ist das Feld wenigstens auch für uns leer. Genau, dann können wir jetzt erstmal rausholen, was wir so alles auf der Hand haben.
Hand haben. Und beenden den Zug. Er tötet natürlich auch alles wieder direkt. Gut, dass bei uns ein Wichtel rauskommt. Und dann haben wir den Jongleur und holen dann gleich die Verdammniswache dazu. Weil so langsam wird es sonst auch HP-technisch recht gefährlich. Ja, vor allem wenn er jetzt noch irgendwelche Feuerbälle oder vielleicht Pyroschläge oder ähnliches da hat. Gut, unsere Verdammniswache wurde jetzt gekillt und jetzt killt er auch noch unseren Jongleur. Unsere Hand sieht dementsprechend nun leer aus. Ja, dann werden wir jetzt wohl eine Karte ziehen. Die Eule, die bringt uns natürlich jetzt erstmal nichts. Ja. Aber je nachdem, was er jetzt spielt. Ha, Ragnaros. Das wäre fies, wenn das jetzt auf uns geht. Bitte die Spinne. Yay, Spinne. Jo. Naja. Ja, da wir ihn momentan nicht unbedingt killen können. Aber erstmal gucken, was der Trödler bringt. Einen Spotter oder die überwältigende Macht. Damit könnte man eventuell sogar Ragnaros töten. 5 Schaden, 6, 7, ja, fast. Schafft man nicht ganz. Aber anders, ja. Anders kriegen wir ihn auch nicht tot. Der Spotter hält ihn zwar für eine Runde vielleicht auf, wenn wir ihn zum Schweigen bringen, aber ob das jetzt nun wirklich das bringt, was es soll? Naja, wir probieren es mal aus. Ja, solange er nicht bei uns durchkommt, ist halt... Ja. Ja, dann probieren wir das mal so zu lösen. Ja, wir müssen ihn halt killen, bevor er uns halt killt. Ja. Hat noch kurz überlegt, ob wir eine Karte ziehen, aber ist eigentlich schon jetzt ziemlich gefährlich, wenn er einen großen Zauber zieht. Oder noch so einen großen Spotter raus. Ja. Da haben wir die Wichtel-Explosion. Opfern jetzt den einen Wichtel, damit aus der Explosion auch genügend rauskommen kann. Ja, müssten aber noch wahrscheinlich sogar einen noch töten. Also opfern. Na gut, dann töten wir den einfach so und gehen mit der Wichtel-Explosion auf Ragnar raus. Das hat ja gut geklappt. Ziehen jetzt noch eine Karte. Ah gut, das ist natürlich praktisch. Dann setzen wir den da dazwischen, sodass der Trödler Ragnaros töten kann. Ja. Abgemacht. Genau. So, jetzt haben wir Ragnaros erstmal weg. Wenn er jetzt einen Pyroschlag hätte, wäre es sowieso vorbei. Und wäre es aber schon bei 10 HP gewesen. Ja. Geht auch nicht auf Face, also... Ja, hat jetzt wieder denselben Spotter nochmal gespielt. Ja. Jetzt haben wir die Den kriegen wir so aber weg, mit der überwältigenden Macht. 2, 4, 5 Schaden haben wir darüber hinaus noch. Das reicht noch nicht ganz. Erstmal gucken, was für ein Geheimnis da hat. Noch ein bisschen Schaden mehr, den wir auf ihn machen müssen. Ja. Na gut. Und wir haben auch keine Karten mehr auf der Hand. Ich hole Pokal. Spiegelbilder auch noch. Mhm. Und der tötet jetzt vermutlich ja genau den Wichtel noch weg. Jetzt haben wir den Jongleur. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Bleibt uns fast nichts anderes übrig, als eine Karte zu ziehen. Aber wenn er einen Feuerball hat, haben wir. Hat er ausgespielt. Ja, aber er hat halt auch keine Karten mehr. Das heißt, er hat auch nur das, was er zieht. Kann er jetzt Glück haben oder Pech? Ja, und er kann nicht nachziehen wie wir. Richtig. Ist aber natürlich ein riskantes Spiel. Die Frage, ob es uns zu riskant ist. Aber wir sollten auf jeden Fall, bevor wir angreifen, gucken, wenn dann. Ja, da
das auf jeden Fall. Die Spinne. Die Spinne, okay. Na gut. Dann bleibt abzuwarten. Oh, krieg Karten ziehen. Wenn er jetzt einen Feuerball kriegt, ist vorbei. Ne, er hat einen Spotter. Noch einen Spotter, super. Und einen Mana-Würm. Okay. Dann greift er damit an und versucht uns jetzt mit seiner Heldenfähigkeit zu töten. So, holen wir die Agentum-Knappin raus. Ah, Jongleur vielleicht, aber eigentlich nicht. Nee, eigentlich wenn dann erst die Spinne, damit er nochmal Dolche schmeißen kann. Ja. Ah, sogar auf den drauf. Und auf den Mana-Würm einmal. Können. Ja, wir ziehen jetzt nochmal Karten. Oh, den können wir sogar spielen. Ja, wir opfern jetzt den Argus. Damit beide Bomben rauskommen. Und hoffen jetzt, dass er den Spotter. Nee. Den anderen. Den tötet er nicht. Dann müssen wir ihn wohl doch opfern. Ja. Aber wenigstens hat er den anderen getötet. Und unser Board sieht jetzt auch wieder relativ voll aus. Ja, aber wir haben jetzt auch nur noch 3 HP. 1. Jetzt haben wir nur noch 1 HP. Der Gegner hat einen 6er da stehen. Gut. Ja, dann lass mal rechnen. 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir auf dem Feld. Ja. 3, 4, 5 haben wir jetzt noch. Mit der Verdammniswache müsste es eigentlich klappen. Jo. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das war genau. Ja. Das war's, Gil. Sehr schön. Das war ein hart verdienter Sieg. Ja, und das noch nicht mal auf Rang 20. Gut, der nächste Gegner ist wieder ein Mage. Schon wieder. Gut, unsere Starthand sieht momentan nicht ganz so gut aus. Wir schmeißen dementsprechend fast alles raus. Lassen den Soldaten drinnen. Und ja, jetzt sieht es ja dementsprechend besser aus. Ja, mit dem Wichtel im ersten Zug ist schon mal nicht ganz verkehrt. Gut, gucken wir mal, was der Gegner nun macht. Jetzt am ersten Zug. Spielt er keine Geschosse. Ja, 3 Schaden, aber bringt halt momentan auch gar nichts. Wir spielen den Wichtel. Und ja, können erstmal gar nichts weitermachen. Wenden den Zug und warten darauf, was er nun macht. Sich vielleicht ein bisschen ärgern. Ja gut, Flammenkanone, Wichtel dort. Wobei das fast schon verschwendet ist, eine Flammenkanone auf so ein 2 HP Monster. Ja, aber wenn er die anders nicht wegkriegt. Naja. Für 2 HP. Dann hat er es auf jeden Fall nicht mehr für unseren Jongleur. Ja, ärgert es dementsprechend. Gut. Dann die Spinne. Ja. Und entweder das Ei oder den Soldaten. Den Soldaten können wir die Mana-Rune erstmal weiter aufbewahren. Genau. Und bringen halt auch gleichzeitig schon mal relativ viel Schaden auf ihn. Jetzt killt er uns den Jongleur weg. Den nächsten Zauber, den er raushaut dafür. Ja, und den Soldaten auch hinterher. Kann er wenigstens nichts weiter spielen. Ja, wir holen jetzt das Ei raus. Und ziehen eine Karte. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Mana und Leben haben wir eigentlich noch. Ja. Gut, Wichtelboss ist dafür rausgekommen. Der Gegner spielt Nuatep. Ja, das wirkt sich ja eigentlich nur auf unsere Münze und die Wichtel-Explosion aus, aber
Das ist auch halb so wild. Ja, ich bin Argus jetzt dementsprechend und... Ja, werden mit den beiden Spottern dann jetzt face gehen. Ja. Und er muss dann gucken, wen er jetzt angreift. Die eine Spinne auslöst oder die andere, also das Ei. Eventuell könnte man mit der überwältigenden Macht dann nächste Runde das Ei selbst auslösen und Loatep töten. Wäre auf jeden Fall eine Option. Sehr cool wäre natürlich, wenn der zweite Jongleur dann jetzt auftaucht und man den vorher spielen könnte. Ja, aber obwohl jetzt die ein, zwei Spinnen schon durch sind. Ja. Und der Explosion haut er raus. Na, für die Spinnen. Ja, aber das... Aber ob es das gebracht hat. Andererseits kommen, na ja, gut, die Wichteln und so weiter hätten wir auch noch, ne? Ja. Hätte eigentlich besser aufsparen sollen. Da haben wir unseren Loatep. Lösen das Ei jetzt trotzdem aus. Ja, und können ja Loatep auch noch spüren. Genau. Und töten mit Argus die Zaubertante. Genau. Mal gucken, wie er jetzt darauf reagiert. Maxner. Ja, aber Loatep muss auch Maxner dabei sein. Ja, wenn schon, denn schon. Da ist der Jongleur. Jongleur und Wichtelexplosion wäre eigentlich ganz cool, ne? Ja. Das wäre eine recht gute Kombination. Dann lass uns das auch vielleicht machen. Ja. Mal schauen, für wie viel die trifft. Für vier, das ist natürlich praktisch. Ja, mit ein bisschen Glück. Ja, töten wird's Max noch nicht. 2 HP hat sie noch. Ja. Aber wir können jetzt am besten erstmal face gehen. Hätten noch den Anstürmen. Also die Verdammniswache auf der Hand. Er kann mit Maxner ja auch nur einen töten jetzt. Oder Flammenstoß. Oder er holt Flammenstoß raus und tötet alles. Ja, mit Maxner jetzt wahrscheinlich Loatep, genau. Ja. Ist das Board soweit frei? Ja, und wir haben genau mit der Münze genug Mana, um alles rauszuholen, ohne eine Karte zu verlieren. Ja. Mal schauen. Ja, gut. 8 Schaden haben wir auf dem Feld. Ja, und Spotter noch davor, also wahrscheinlich sein Ende. Er könnte jetzt natürlich noch ein Geheimnis rausholen oder sowas. Da ist es. Ich sollte sowas nicht laut aussprechen, dann passiert's immer. Ja, oder wenn man sich zu früh freut. Ja, das stimmt. Zieh noch Karten. Okay. Diese Runde geht auf. Und beendet es. Gut. Dann war es das für dieses Mal.